Hallo und herzlich willkommen alle auf dem Fahrradkanal hier und heute. Heute ist der Freitag, der 30. September und wir haben heute einen schönen sonnigen Tag und ich will mal gerade schauen, ob ich erfinden kann, wie viel Grad wir heute haben. Laut meinem Fahrradthermometer haben wir gerade 12,8 Grad und ich habe heute eine Tour vor, vielleicht 70 Kilometer, knapp 80, vielleicht aber auch nur 40, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier in Vohwinkel am Bahnhof und werde jetzt mein Türchen starten. Ich werde dann natürlich mit dem Zug wieder zurückkommen hierhin. Ich möchte nämlich von Essen-Kupferdreh aus dann mit der S-Bahn zurückfahren hier nach Vohwinkel. Heute eine etwas größere Runde. Mal schauen, wie wir durchkommen. Werde natürlich auch versuchen, einige Drohnenaufnahmen zu machen bei herrlichem Herbstwetter hier heute am Vohwinkeler Bahnhof in Wuppertal. Jetzt unterwegs werde ich in diese Richtung fahren, Richtung Osten, also quasi nach Richtung Wuppertal-Oberbarmen. Das geht dann hier auf der Nordbahntrasse lang, eine sehr schöne ehemalige Bahntrasse, die schon lange eine ganz tolle Fahrradstrecke umgebaut worden ist. Ja, und ab Wuppertal-Oberbarmen werde ich dann durch den Fledermaustunnel in Schee fahren, beziehungsweise den, der natürlich daneben freigegeben ist für Radfahrer, der andere Tunnel, der daneben ist, die andere Röhre, die ist ja für die Fledermäuse reserviert. Ja, und wie gesagt, dann geht's entweder von hinter dem Tunnel, entweder Richtung Gevelsberg, wo ich einen größeren Schwenk mache auf die noch nicht ganz so lange ausgebaute Radtrasse, die, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Tal heißt, aber kann ich ja mal dann noch im Text einblenden am Schneidetisch. Ja, und dann käme man da unten bei Wetter, glaube ich, oder Bommern raus. Und dann geht es an der Ruhr entlang Richtung Ruhr flussabwärts, immer Richtung, ja, Essen-Kupferdreh. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr begleitet mich wieder auf dieser schönen Herbsttour. Ich hoffe, sie wird schön und ja, schauen wir mal, ob alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, los geht's! So, hallo, jetzt auch noch mal hier vom Schneidetisch. Hallo. Hier, wie gesagt, gerade in Wuppertal-Vohwinkel auf dem P&R-Parkplatz für die Bahnreisenden. Ja, und hier geht es jetzt auch schon Richtung Nordbahntrasse. Anschluss, ein bisschen doof hier gemacht. Da muss man hier über die blöde Brücke, hier Herder Straße. Und dann, wie ihr seht, gelangt man hier wieder auf einen Fahrradweg, der jetzt hier als kurzes Zubringerstückchen zu der Nordbahntrasse, die jetzt hier genau vor mir ist, gelangt. Ja, linksrum ging es früher eigentlich mal weiter Richtung Wuppertal-Vohwinkel. Dort konnte man dann, beziehungsweise wenn man mit dem Zug gefahren ist, kam man dann zum Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel. Das war jetzt hier allerdings kein Stückchen, was mit Personenzügchen befahren wurde, sondern das war reiner Rangierbetrieb zum Lokschuppen. Da wurden früher die Lokomotiven geparkt.
Ja, hier auch schon der erste Tunnel von vielen. Ich habe die mal alle so ein bisschen hier die ganzen sogenannten Kunstbauten, also sprich Tunnels oder Brücken. Ja, und hier an diesem Bahnhof gibt es dann auch schon die erste kleine Pause, denn ich bin leider ein bisschen spät wieder losgefahren. Aber das ist so im Herbst immer so eine Sache, da ist es immer ein bisschen angenehmer. Je später man losfährt, desto wärmer wird's. Ihr habt ja gehört, am Start war es gegen Mittag erst so knappe 13 Grad und tja, man ist ja als Warmduschradler eigentlich immer ganz gerne bei schönem Wetter unterwegs und vor allen Dingen doch ein bisschen wärmeren Wetter. Ja, hier der nächste Tunnel nach der Currywurst-Pommes-Pause. Und ja, es geht jetzt wie gesagt so ein bisschen in nordöstliche Richtung. Von Wuppertal-Vohwinkel geht es auch immer ein bisschen bergauf. Hier der Mürker Bahnhof müsste das sein. Und hier gibt es wie gesagt auch Gastronomie und hier jetzt auch gerade rechts zu sehen so ein Kaffeeshop, keine Ahnung, der ist noch nicht so lange. Ich glaube, der ist hier zu der Ausstellung hier von den Ökohäusern, ich nenne die jetzt mal so, da war ja im Sommer 20 oder beziehungsweise im Frühjahr 2022 eine Ausstellung, ein paar Häuschen bleiben da noch stehen, die kann man sich dann angucken. Sprich so Häuser, die nach modernerem Standards ökologisch, sehr ökologisch und energiesparend sein sollen. Ja, hier wieder der nächste Tunnel. Ihr könnt ja rechts auf die Schilder gucken, ihr könnt ja Pause-Taste drücken, wenn ihr wollt und gucken wollt, wie die Tunnel alle so heißen. Dann könnt ihr das dann auch anhand der Schilderchen nachlesen. Der Kollege Bartoschek hier, der Achim Bartoschek hat ja auch eine eigene Internetseite von Bahntrassen. Und da ist wie gesagt auch die Nordbahntrasse aufgelistet. Nennt sich Nordbahntrasse / Jackstedtweg von Wuppertal-Vohwinkel bis Wuppertal-Wichlinghausen. Da bin ich ja gerade drauf unterwegs. Und ja, eigentlich ist dieses Stück nur 12,8 Kilometer lang. In Unterhinzurechnung der Kohlenbahn, so wie er schreibt, die dann bis zum Tunnel Schee geht, wird das auch noch der Nordbahntrasse zugerechnet oder anhängig gemacht und demzufolge wären es dann 22 bis 23 Kilometer. Ja, ihr seht hier links auch so ein altes Stellwerkshäuschen. Ich bin, wie gesagt, diese Trasse tatsächlich noch mit dem Schienenbus gefahren, als ich meine erste Berufsausbildung gemacht hatte. Da musste ich immer nach Düsseldorf zur Berufsschule. Und wenn ich dann den normalen Eilzug oder den normalen, was man heute als Regionalzug bezeichnen würde, verpasst habe, nach Schulschluss, dann gab es immer diese Bimmelbahn hier, die auch von Düsseldorf über Mettmann und hast du nicht gesehen, tralala, dann eben hier diese heutige sogenannte Nordbahntrasse gefahren sind. Ich habe damals immer gesagt, die hält an jeder Milchkanne. Deswegen, ich habe ja auch mal hier die ganzen Bahnhöfe mit aufgelistet, beziehungsweise unten im Untertext eingeblendet. Ja, hier geht es jetzt auch zu einer Ladestation. Das ist jetzt hier in Wuppertal-Wichlinghausen. Also wer denn mal nachladen muss,
Der kann das dann hier wohl tun, so wie das aussieht, hier in der Box, leider nicht so gut filmisch getroffen. Da sind jetzt hier zwei grüne Steckdosen, also Schoko-Steckdosen. Also da braucht man auch keinen Adapter, da kann man dann auch den Schlüssel abziehen, wenn man innen da wohl einen Euro oder was reinschmeißt, dann kann man da seinen Akku mitsamt Ladegerät reinpacken und wie gesagt, da war dann auch ein kleines Café, da kann man sich dann reinsetzen und ja, ein Halbstündchen oder länger verbringen und seinen Akku nachladen. Ja, was ich jetzt hier persönlich nicht ganz so prickelnd finde, ist eben dieses Stückchen hier. Ihr hört schon, das ist recht laut. Ich lasse hier auch immer mal so ein bisschen den O-Ton laufen. Und ihr kriegt ja hier mit, ne, das ist hier vom Verkehr und auch so irgendwie alles ein bisschen unglücklich gelöst hier. Teilweise ist das eigentlich als Bürgersteig, finde ich, gerade ausreichend, aber als gemeinschaftlicher Bürgersteig und Fußgänger finde ich das nicht so gut. Ja, ich hätte da jetzt rechts weiterfahren können. Da macht aber die Bahntrasse einen ziemlich großen Schlenker. Also da hatte ich jetzt ehrlich gesagt keine große Lust, diesen großen Bogen zu fahren. Und dann habe ich eben hier jetzt diese Abkürzung, die ist übrigens auch als Radwegalternative ausgewiesen. Und ihr seht, da kann man auch schöne landschaftliche Einblicke bekommen. Übrigens ging es da auch an dem Freibad Millersbeek vorbei. Ja, hier oben jetzt die schöne grün-rötliche Brücke, die zur Bahntrasse gehört, die da oben drüber führte. Und ja, und hier gelangt man dann auch wieder in Wuppertal. Nächste Breck, hier links ist noch das Schild und anscheinend vielleicht auch noch das Original Bahnhäuschen, Bahnhofshäuschen, wo man dann sich unterstellen konnte. Ja, hier schon der Tunnel Schee, 722 Meter lang. Kann ich euch nur raten, ein Jäckchen anzuziehen. Ist ziemlich frisch hier drin und später, ihr seht hier auch die Flecken noch am Boden, auch relativ, ja, ein bisschen undicht. Also man kriegt da auch so ein paar ordentliche Tropfen von oben eventuell ab. Von daher, also wer Brille auf hat, der sollte die vielleicht dann absetzen, wenn es geht oder... Ja, ich habe ja einen Hut auf, jetzt wisst ihr auch warum. Hier rechts übrigens schon hinter dem Tunnel Schee, unweit davon, eine schöne kleine Außengastronomie, wo man sich verpflegen kann, was trinken, essen. Das ist auch noch nicht allzu lange. Ja, und jetzt geht es dann auch wieder rechts auf die Bahntrasse, weil wie gesagt, da an dem Bahnhof Schee macht man eigentlich dann so einen kleinen Schlenker vor dem Bahnhofsgebäude. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, ich biege jetzt hier dann auch schon rechts ab. Links geht es auf der Trasse weiter nach Hattingen runter. Das ist dann da hier links, wo die Brücke ist. Da unten drunter geht die Bahntrasse dann weiter runter Richtung Hattingen. Und das hier ist eigentlich ein Abzweig von einer Kohlenbahn. So hießen die wohl früher alle oder mehr oder weniger. Hießen die wahrscheinlich alle Kohlenbahnen. Naja, aber egal. Wie dem auch sei. Also diese Kohlenbahn hier, ja, da fehlt jetzt ein kleines Stückchen. Deswegen hier muss man dann so einige Serpentinen hochfahren. Das geht hier immer so im Zickzack hoch. Fand ich jetzt auch nicht so schön. Man hätte ja den alten Bahntrassenweg ruhig da weiterführen können. Aber so what, ne? Alles immer Wunschdenken von uns Freizeitradlern. Jetzt hier auf der Originaltrasse hier, sehr schön, wie ihr seht, auch ein paar kleinere Viadukte hier. Fand ich also ganz interessant, auch ziemlich tiefe Einschnitte in der Landschaft. Dann hier
bisschen laut, auch mal über die A43. Ja, hier links so ein, wie ich fand, sehr interessantes Lagergebäude, so im Fachwerkstil. Und da gerade die alte Lok, die wohl hier auf dieser Trasse tatsächlich Dienst getan hat. Ja, jetzt muss ich hier so eine Spitzkehre fahren. Ist ein bisschen sehr unbequem, wenn man dann da herfahren möchte. Also, ja, und dann muss man auch ein Stückchen auf der Landstraße längs fahren. Fand ich also auch nicht ganz so prickelnd. Aber naja, so ist es halt. Ja, und dann habe ich hier mir so meinen eigenen Weg quasi so ein bisschen gesucht, der dann hier durch die Felder, durch die, ihr seht hier auch ein schönes Ausflugslokal, hat leider zu, führt, um dann unten später auf die sogenannte Elbsche Talbahntrasse zu gelangen. Die ist nämlich hier jetzt voraus, wo die Brücke hier drüber geht. Und eigentlich soll die auch weitergebaut werden. Jetzt habe ich mal einen Blick riskiert hier rein in die ehemalige Bahntrassenbett von dieser Brücke aus, weil ich dachte, weil man liest im Internet, dass das da irgendwie weiter vorangehen soll, aber ihr seht, da tut sich nichts. Naja, ist halt so, ne? Da kann man halt nichts machen. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Richtung Elbschetal-Anschluss. Wie gesagt, den hat man weiter ausgebaut. Hier übrigens dann noch so ein kleine, Zeche, die hier anscheinend mal ansässig war. Ja, und hier ist, wie ihr seht, das Bütchen. Das scheint hier zugehörig zu sein zum Angelpark Elbschetal. Ja, und hier unweit von diesem Angelpark Elbschetal, da ist dann, beginnt dann auch die bisher nach aktuellem Stand hier in 2022 die ausgebaute Bahntrasse. Ja, und da hier nicht so viel los ist, habe ich gedacht, okay, dann lässt du doch auch mal hier ein Stück weit die Drohne fliegen. Getting hard if it's getting too hard for you to keep running. Baby, ja, dieses Didididid, das ist eigentlich ein Alarmton, weil die Drohne hat Sensoren, damit sie nicht irgendwo gegen donnern kann. Hier das Viadukt Wengern mit Blick auf, tja, was ist es, Wengern? Also hier stand Wetter zum Viadukt. Naja, welcher Ortsteil auch immer. Ich glaube, das war schon Wengern. Dann ist hier die Brücke, das Brückchen hier über die Landstraße. Wittener Straße, so heißt die. Und hier rechts ist das Landhaus Robert mit 2 B wie Bertha geschrieben. Aber anscheinend hat das Corona leider wohl nicht überstanden. Ja, dann hier diese Bahnstrecke hier rechts. Das ist eigentlich eine reine Güterbahnstrecke. Also es gibt in Deutschland tatsächlich einige Bahntrassen und Bahnstrecken. Die werden definitiv hier nur noch für den Gütertransport genutzt. Ist wahrscheinlich alles so ein bisschen aus der alten Zeit, wo viel Kohle durch die Gegend gefahren wurde. Ja, hier die Simpsons oder was das auch immer darstellen soll.
Keine Ahnung, was das für ein Fahrgeschäft da ist. Sehr verwunderlich hier, standen auch einige so komische Hütten, die man so von irgendwelchen Weihnachtsmärkten kennt. Ja, das hier allerdings nicht. Das war wohl ein Sammler von irgendwelchen Enten. Keine Ahnung. Aus dieser Gartensiedlung. Und hier sind wir jetzt auch schon unten in Wittenbommern. Das hier ist nämlich der Haltepunkt von der Museumseisenbahn von Dahlhausen, Bochum-Dahlhausen. Die machen, ob sie es jetzt immer noch machen, weiß ich nicht, aber haben eigentlich regelmäßig Fahrten mit einer echten Dampflokomotive. Ja, hier zur Linken dann auch zugehörig zur Muttentalbahn, so heißt das hier. Das scheint ja auch ein Museumsbetrieb zu sein. Jetzt weiß ich nicht, ob die zugehörig sind, ob die einen eigenen Schacht hatten oder auch nicht. Hier sieht man Café Theresia, leider heute nicht offen, an dem 30. September bei schönem, wunderschönen Herbstwetter. Sieht man mal hier, was die hier alles so an Zeugs, an Maschinerien und Anhängern und all dem ganzen Kram, was man so benötigte, was man früher bei benötigte, um Grubenbetrieb machen zu können. Ja, dann geht hier ein Gleis dieser Muttentalbahn Richtung Zeche Nachtigall. Weiß nicht, vielleicht gehörte diese Muttentalbahn mal zu den Betriebsmitteln zur Zeche Nachtigall. Keine Ahnung, könnt ihr ja vielleicht mal in den Kommentaren reinschreiben. Vielleicht wisst ihr da mehr drüber. Ich weiß nur, dass das früher mal bis dahin ging. Und hier ist, wie gesagt, die Ruhrtalbahn, auch eine Haltestelle. Das ist dann, ja, die Haltestelle, glaube ich, auch Zeche Nachtigall, die hier zu dieser Zeche, die jetzt hier ins Bild kommt, wo man auch Besichtigungen machen kann. Man kann aber auch nur Kaffee trinken gehen hier. Das werden wir uns hier gleich ansehen. Hier seht ihr das. Das ist hier das Zeche Nachtigall Café, geöffnet dienstags bis sonntags. Öffnungszeiten standen da drauf. Dann habt ihr die auch. Und jetzt geht es hier schon weiter Richtung Ruhr. Wir sind ja hier schon eine ganze Weile an der Ruhr unterwegs. Jo. Genau, wenn ihr gefilmt werden wollt, jetzt ist die Gelegenheit. Genau, ich habe da eine lustige Truppe von ein paar 5-6 Leutchen getroffen. Aufschieben. Da, genau. Oder die Leute jetzt. Ja, die Leute sind sowieso. Wenn sie dürfen, wenn ich darf. Speziell in Rothal, Radbeck oder noch andere. Wie viele Follower hast du jetzt? 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Also genau, plus 6 neue. Der möchte mit uns. Aber der braucht ein Fahrrad, sonst geht das nicht. Ja, das war eine lustige Truppe, die eine schöne Radtour gemacht haben. Hier sind sie nochmal im Bild. Schöne Grüße von dieser Stelle aus nochmal. Ja, und hier dann unweit von dem Ausflugslokal Königliches Schleusenwärterhäuschen, so nennt sich das, auch ein Schwalbe-Automat. Wer also günstigerweise gerade irgendwie in der Nähe von dem Automaten einen Platten hat, kann sich denn hier dann einen neuen Schlauch mal eben ziehen. Ja, dann hier nochmal eine Drohnenaufnahme. Und dann hier mal kurz die Ruhr in Blickrichtung der Schleuse. Ein Blick von oben. Ja, und hier schon
das nächste Highlight, wenn man so will. Genau, da kann man bei Sonnenschein GmbH Spirituosen kaufen. Wer denn mag, scheint wohl ein Spezialgeschäft zu sein. Hat leider, glaube ich, sonntags nicht geöffnet. Ja, hier sind wir an der Anlegestelle Lakebrücke MS Schwalbe 2. Also das Ausflugsschiff kann man hier von hier aus auch nehmen. Ihr seht, wunderschönes Herbstwetter, ein schöner Blick über die Ruhr. Ja, und hier rechts ist dann auch das Zollhaus an der Lakebrücke. Ja, da gibt es dann lecker Fastfood, was zu trinken. Ich glaube, Bratwurst, Currywurst, Pommes, keine Ahnung. Ich hatte ja mein belegtes Brot, was ich aus meiner Lieblingsbäckerei aus meiner Ortschaft mitgenommen hatte. Und einen Kaffee, den ich mir dann in die Thermoskanne gefüllt hatte, bevor ich losgefahren bin. Beziehungsweise auf dem Weg habe ich mir das alles mitgenommen. Zusätzlich noch zu dem Picknick bzw. Mittagessen, Currywurst, Pommes, was ich da bereits auf der Nordbahntrasse verdrückt hatte. So, weiter geht's jetzt. In Richtung immer flussabwärts, Richtung Kemnader See. Kemnader Stausee. Ja, ihr seht, es ist schon recht herbstlich. Es liegt schon einiges an Blattwerk und Laub auf dem Boden. Und jetzt kommen mal so ein paar richtig schöne, herrliche Blicke in die Ruhrlandschaft. Sie fließt ja hier recht langsam, hat ja hier im Einlaufgebiet zum Kemnader Stausee keine großartige Fließgeschwindigkeit mehr. Ja, das war ja früher, als die Industrialisierung stattgefunden hat, immer so ein bisschen das Problem mit der Ruhr, die Schiffbarkeit der Ruhr herzustellen. Und ich denke mal, dementsprechend sind dann auch die ganzen Schleusen entstanden in der Industrialisierungszeit, nehme ich mal stark an. Nichts Genaues weiß ich da nicht. Vielleicht weiß das ja jemand besser, dann kann er das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, hier rechts mal der erste schöne Blick in den Kemnader See. Es geht ja jetzt so Richtung, Fahrtrichtung mäßig, Richtung Südwesten. Ja, jetzt gleich kommt noch eine musikalische Veranstaltung hier ins Bild. Immer wieder lustig, was man hier so alles am Kemnader See sehen kann. Ja, hier jetzt auf der Staumauer-Wehrbrücke oder wie man dieses Brückchen hier nennen möchte, weil man kann ja hier das Wehr sehen, da kann man die Höhe verstellen, das kann gekippt werden, dementsprechend kann man das regulieren. Wenn es viel regnet, kann man notfalls die Klappen schwenken und dann fließt über diese auch entsprechend Wasser, damit da nicht zu viel Rückstau entsteht. Und das wird alles genauestens kontrolliert. Ja, das war die Brücke am Stauwehr. Jetzt sind wir dann auch hier an der Ruhrbrücke Kemnader Straße. Die kommt jetzt hier per Drohne
ins Blickfeld. Und dann hier mal einen Schwenk entlang Richtung Westen auf die Ruhr, in die Richtung, die ich gleich auch fahren werde. Ganz oben links im Bild war per Text gekennzeichnet, wo die Burg Blankenstein dort ansässig ist, auch eine Gastronomie-Restaurant, Burg Blankenstein. Ist eben halt eine örtliche Besonderheit. Ja, wie ihr seht, auch hier nochmal eine schöne Drohnenaufnahme. So sieht das halt aus, wenn ich denn unterwegs bin. If it's getting too hard for you to keep running, baby, take a minute, slow down, slow down. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen die Drohnenaufnahmen genossen. Hier nochmal die Burg Blankenstein links oben in der Ecke im Bild. An der Grenze zu den Wolken, zum Himmel. Und hier nochmal ein schöner Blick in die Ruhr. Ja, dann biegt jetzt die Strecke nachher ein bisschen ab, da wo dann hier das Wasserwerk Stiepel ist. Ist übrigens relativ interessant, dass es doch einige Wasserkraftwerke hier an der Ruhr gibt. Ist mir so gar nicht mal bislang bewusst geworden. Ja, hier jetzt geht's, wie gesagt, Richtung Norden mal so ein bisschen ab. Auch hier Fahrradstraße und das Wirtshaus Stiepel. Da kann man dann auch lecker Kaffee trinken oder auch sonst was anderes. Und hier tatsächlich eine Fahrradstraße, da war sie auch schon zu Ende. Da geht's dann links irgendwie über die Felder weiter und hier dann eben ein Erbstollen St. Matthias. Ja, warum, wieso, weshalb, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was es damit auf sich hat. Ja, und dann ist man auch schon wieder direkt an der Ruhr. Übrigens, der Ruhrtal-Radweg so ab Hagen ist eigentlich sehr schön, weil er eigentlich zum sehr, sehr großen Teil tatsächlich immer an der Ruhr entlang geht.
Also man hat die tatsächlich die meiste Zeit immer irgendwie im Blick. Hier jetzt bei Hattingen muss ich dann mal die Ruhrseite wechseln. Und dazu musste ich dann da mal über die Brücke. Ja, hier über mir jetzt gerade die Eisenbahnbrücke von der S-Bahn-Linie. Fragt mich jetzt nicht, welche S-Bahn-Nummer das ist. Auf jeden Fall fährt die bis Hattingen Zentrum, also bis Hattingen Mitte sozusagen. Ja, und hier links auch schon die Kanadagänse, glaube ich, waren das. Und hier auch eine Besonderheit rechts, das ist eine Schwimmbrücke sozusagen, so heißt das Ding. Schwimmbrücke in Dahlhausen. Also tatsächlich hat das keine Stützen, die bis unten runter in den Flussgrund gehen, sondern tatsächlich irgendwie schwimmfähige Pontons, auf denen dann ein sogenannte Brückenlager rüberführt. Also diese, ja, eben diese Brückensegmente. Ja, hier eine historische Sehenswürdigkeit. Als Gänze habe ich die hier mal eingeblendet. Das ist also die ehemalige Bahntrasse, die Richtung Bochum-Dahlhausen ging. Sehr interessantes Bauwerk. Vor allen Dingen, dass man das auch noch so hat stehen lassen. In oder wohin dieses genau geführt hat, fragt mich nicht. Keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass das dann irgendwie Richtung bei Essen Stehle da irgendwie oder irgendwelche Zechen, die da noch waren, da irgendwie angeschlossen wurden. Keine Ahnung. Schade. Weiß man nicht. Ja, da jetzt schon die nächste Brücke. Jetzt hier unten drunter durch. Gehört hier wohl zu Essen-Horst. Und hier dann auch die nächste Eisenbahnbrücke. Das ist aber dann zugehörig zu Essen-Stehle. Und das ist dann die S-Bahn-Linie S9 wohl. Ja, und hier an der Stelle geradeaus geht es dann Richtung Essen-Stehle. Aber an der Stelle muss ich dann eben auch nochmal wieder die Ruhrseite wechseln. Ja, hier nochmal auch wieder so eine Art Kastenbrücke. Weil hier gibt es dann irgendwie das Freibad Essen-Stehle an der Ruhr und etc. pp. Ja, hier dann, das ist dann auch wieder irgendwie ein Restaurant gewesen.
hier jetzt auch noch mal wieder schöne Einblicke im Naturschutzgebiet Haisinger Ruhraue. Und da gibt es dann auch wieder ein schönes Ausflugslokal. Das Fährhaus Rote Mühle war das. Genau. Da muss man dann leider dann auch wieder ein bisschen hier Straßen queren, das ist dann kurz hier vor Essen-Kupferdreh. Ja, man hat da links den Radweg weitergeführt über die Kampmannbrücke, aber ich habe es dann vorgezogen hier über die schöne ehemalige Eisenbahnbrücke zu fahren, hier bei Kupferdreh Haisingen. Und ich fand das irgendwie viel, viel schöner, ohne neben einer Straße lang zu fahren, um jetzt hier zum S-Bahnhof in Kupferdreh zu gelangen. Ja, jetzt bin ich hier auch tatsächlich in Essen-Kupferdreh an meinem Ziel angelangt, denn ich wollte ja, wie gesagt, ein Stückchen mit der Eisenbahn, mit der Bahn wieder zurückfahren, hier von Essen-Kupferdreh nach Wuppertal-Frohwinkel. Ja, jetzt ist es auch schon irgendwie um 19 Uhr. Ihr seht, der Himmel ist in einem schönen Abendrot getaucht. Jetzt geht's ab in die S-Bahn. Und hier bin ich auch schon in Wuppertal-Vohwinkel angekommen. Jetzt ist es auch schon recht oder relativ dunkel geworden. Leider funktionierte der Aufzug nicht. Beziehungsweise er hat funktioniert, aber da war ein Junge so nett, der hatte den Aufzug blockiert. Aber da sage ich jetzt nicht zu. Ja, der Bahnhof hier auch nicht sehr sicherheitsmäßig einladend. Auch ziemlich runtergekommen, nicht so schön, obwohl es von dem Bauwerk her an sich ein schöner Bahnhof ist, aber sehr ungepflegt, eben nicht mehr so schön. Aber das würde sich lohnen, den mal wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg hier schon zu meinem Parkplatz, hier auf dem, hier für die heimischen Leute hier aus dem Bergischen, Akzenta. Über den Akzenta-Parkplatz komme ich dann zu meinem P&R-Parkplatz. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Daumen hoch da lassen bitte, wenn es gefallen hat, und ein Abo. Und ich sage dann mal Tschüss und Ende.